Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Paper Mario The Origami King. Wir haben das Erdpergamenton in der letzten Folge besiegt und werden jetzt erstmal willkommen geheißen und gefeiert. Beziehungsweise nicht gefeiert, sondern ich glaube, wir werden jetzt aus dem Tempel verjagt, weil wir auf das Erdpergamenton gefallen sind. Und ja gut, dann leisten wir der Bitte doch mal Folge und verlassen hier den Tempel des Erdpergamenton auf zu neuen Abenteuern. Ich bin gespannt, was das nächste Ziel bzw. wo uns das Spiel jetzt hinführen wird. Bisher war es ja schon recht unterhaltsam. Und wenn es so weitergeht, wäre das doch klasse. Gut, wir müssen jetzt hier nochmal den Weg zurücklaufen. Und können dabei nochmal mit alten Bekannten sprechen, die wir schon auf dem Hinweg kennengelernt haben, zumindest teilweise. Und gut, damit verlassen wir den Tempel. Es wird gespeichert. Und wir müssten jetzt eigentlich oben wieder zurück zum Panoramaberg und dürften dann wahrscheinlich den Turm betreten können durch die neu gewonnene Kraft, die wir durch das Erdpergamenton gewonnen haben. Aber das ist jetzt erstmal eine Vermutung. Kann ja natürlich gut sein, dass wieder irgendwas passiert, was uns diesen Plan dann zunichte macht. Und hier werden wir zu einem Glücksspiel eingeladen. 100 Münzen machen wir doch mal mit. Und wir schauen mal, was passiert. Und jetzt geht's los. Und als Hauptgewinn haben wir die Auffüllung unserer KP-Punkte bekommen. Hier können wir wahrscheinlich was einkaufen. Es gibt Zubehör. Bronze Zeit plus, Bronze Abwehr plus, Bronze KP plus. Ja. Kaufen wir mal das und 2000 Münzen. Vielleicht können wir das später nochmal bei einem etwas umfangreicheren Arena-Kampf gebrauchen. Und die Todglocke kaufen wir auch mal. Wir haben im Moment genug Münzen und können uns ein bisschen eindecken. Man weiß ja nie, wann der nächste Laden kommt oder die nächste Möglichkeit, Dinge beziehungsweise Zubehör einzukaufen. Von daher lassen wir hier mal ein bisschen den Rubel rollen. Und hier ist jetzt mittlerweile wieder alles besetzt, was vorhin auf dem Hinweg noch nicht besetzt war. Und damit wären wir wieder oben angekommen. Und wahrscheinlich können wir direkt mit einem Hammerschlag jetzt auch Fallschergen besiegen. Das wollen wir doch mal direkt ausprobieren. Und es klappt und wir bekommen ein wenig Konfetti und sogar eine Münze. Das ist ja ganz praktisch, denn müssen wir nicht jeden Kampf mitmachen, der sich uns in den Weg stellt. Hier und da ja immer ganz unterhaltsam, aber wenn man im Spielfluss permanent unterbrochen wird, dann ist es auch wieder nicht so unterhaltsam. Da ist doch so ein beherzter Hammerschlag doch mal ganz nett. Und dann gehen wir mal den Panoramaberg wieder hoch. Und hoffentlich können wir dann auch endlich in den Turm rein. Wäre zumindest ganz cool, wenn das jetzt funktionieren würde und nicht noch wieder irgendwas ist, was uns daran hindert. Es wird wieder zwischengespeichert. Und damit müssten wir jetzt eigentlich wieder beim Panoramaberg sein. Ja, da sind wir. Jetzt müssen wir nochmal wieder zur Spitze des Panoramabergs. Aber nachdem wir hier die meisten Dinge schon gelöst haben, ups, jetzt sind wir doch in der Schergenschlacht. Da habe ich mit dem Hammer nicht getroffen. So, dann haben wir zwei Ringzüge, um unsere Gegner anzuordnen. Und dann werden wir sie mal vielleicht in eine Reihe packen. Und ich glaube, das war jetzt nicht so clever. Ich glaube, ich habe jetzt sie falsch angeordnet. Die Zeit ist abgelaufen, aber halb so schlimm. Wir machen hier einfach das Beste draus und dann werden wir den
Fallschergen, beziehungsweise die Fallschergenschlacht schon schaffen. Die Gegner kennen wir jetzt zumindest und wissen, was wir machen müssen, jetzt werden wir attackiert. Konnten aber alles blocken. Und jetzt geht's wieder ans Sortieren. Und auch hier haben wir mal wieder nichts Cleveres gemacht, aber ich bin heute auch noch etwas müde, insofern seht es mir nach, wenn das Anordnen nicht so gut klappt wie gewohnt. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir mal wieder hier die Eisenstiefel, denn die sind ja bei diesen Gegnern mit am besten. Und jetzt werden wir wieder attackiert. Das Blocken hat diesmal nicht geklappt, aber dafür können wir sie jetzt mit, ich überlege, ob ich jetzt einen Glitzerhammer nehme. Damit müsste man sie doch eigentlich ganz gut angreifen können. Jetzt habe ich aber den Fehler gemacht, nicht alle Gegner auszuwählen. Also werden nochmal attackiert. Und jetzt holen wir nochmal den Glitzerhammer. Und das wird hoffentlich reichen, um hier diese Schlacht für uns zu gewinnen. Es hat gereicht, war jetzt nicht gerade eine Glanzleistung, aber immerhin 120 Münzen mehr. Dann sammeln wir dann noch die Münzen ein, die wir hier im Anschluss bekommen haben, und laden erstmal unsere KP-Punkte hier auf der Bank auf. Ein wenig ausruhen muss auch mal sein. Und hier sieht es so aus, als müssten wir einem Toad helfen. Machen wir doch gerne, auch wenn es hier dann heißt Fallschergenschlacht. Aber schlimmer als wie beim letzten Mal kann es ja nicht laufen. So, jetzt müssen wir unsere Gegner wieder anordnen und könnten hier so eine Vierer-Kombi machen. Damit sind die Gegner angeordnet. Wir nehmen wieder den Glitzerhammer und schauen wir mal, ob wir schon direkt mit einem Hieb alle Gegner besiegen. Das sieht gut aus. Haben wir direkt alles in einem abgeräumt, was geht. Abschlussbonus, Ordnungsbonus und den letzten Bonus konnte ich gar nicht so schnell lesen, habe ich zu schnell geklickt. Sei es drum, der Toad ist befreit und wir haben wieder einen Toad mehr für unsere Arena. Gut, hier noch alles ordentlich einsammeln und dann hurtig hinauf den Berg. Sei denn, ist da noch was? Ach, hier, der Baum ist beschädigt, da werden wir doch mal die Lücke auffüllen. Und bekommen ordentlich Münzen dafür. Da haben sich die paar Meter zurücklaufen doch nochmal gelohnt. Auch ein Herz für mehr KP-Punkte. Und jetzt geht es hinauf den Berg. Und wenn wir zwischendrin nochmal was sehen, dann nehmen wir das mal mit. Speichern tut immer ganz gut, wenn man mal die Möglichkeit hat. Man weiß nie, was noch kommt. Und jetzt aber möglichst schnell den Berg hoch. Auch sich auf keine Fallschergenschlacht einlassen, die man vermeiden kann. Deswegen laufen wir hier auch mal schneller vorbei. Und nehmen aber alles mit, was so geht, ohne Fallschergenschlacht. Denn kann man es hier runterziehen oder gegenhauen? Nee, das geht nicht. Denn ich möchte jetzt eigentlich mal oben hier den Fallkreis anwenden und den Turm betreten. Und jetzt rufen wir die Pergamentmacht auf. Und Olivia zeigt, was sie kann, und faltet sich zum Erdpergamenton, denn so kann sie auch die Kraft des Erdpergamentons abrufen. Und dann denke ich mal, den Turm wieder etwas nach unten ziehen, sodass wir ihn betreten können. Oh, jetzt wird nochmal ordentlich gebrüllt. Und hier ist Olivia als Erdpergamenton, und dann lassen wir mal die Party steigen. Und im Endergebnis wird wohl die Erde nach unten gehen. Das sieht gut aus. Und damit dürfte auch der Eingang wieder für uns zu erreichen sein. Wunderbar. Und da können wir Olivia recht geben. Das war gar nicht mal so übel. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Beim nächsten Mal, jetzt speichert es nochmal,
Schauen wir mal, was uns hier im Panoramaturm erwartet. Es sieht schon mal sehr spannend aus. Ordentlich viel Graffitis an den Wänden und eine riesen Lücke. Aber diese Rätsel werden wir dann beim nächsten Mal lösen, wenn es wieder heißt Paper Mario The Origami King, gespielt auf der Nintendo Switch von mir, Keno Hill. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann geht das Abenteuer in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, schöne Grüße, euer Keno Hill.